Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Creativerse bei Beatsters and Friends Blocktown 1.0. Und hier rennen weiterhin auf unserem schönen Weg Corrupted Monster rum. Oh, und der hat mich voll Kanäle geblendet. Ach da. Weil ich bin corrupted. Weil der Manu und der Bezos, die haben hier angefangen, einen Spawnplatz zu bauen für Corruption. Das Ganze muss aber noch, naja, also eingemauert werden, damit diese Viecher da nicht abhauen. Und ohne Licht, damit dann halt nur die Kisten spawnen. Hier sind ein paar Sachen mit Lava. Ich denke mal, das werden dann, die Kisten werden dann noch abgebaut, weil ich habe das nämlich hier hinten auch gemacht. Ich habe nämlich heute mit dem Manu zusammen, also das Ding da hinten, dieses den Spawn-Dings hat der Bezos mit dem Manu angefangen. Und ich habe hier heute eine Blumenfarm gebaut mit dem Manu zusammen. Wir haben hier sozusagen, ich hätte eigentlich auch das Tor nehmen können, so Büsche hingestellt und Bienenwaben, also Queen Bees, draufgepackt. Und haben da, also naja, an den Büschen wachsen ein paar. Oh. Also hat denn das hier mal ein Ende? Das gibt's ja gar nicht. So, haben da diese. Boah, ich habe mit Manu halt die Büsche dahin gepackt und das dient daher, dass an diesen Büschen dann vielleicht irgendwann mal Blumen wachsen und natürlich an diesen Queen Bees dann die Blumen wieder umgewandelt werden zu Honig. Hier oben ist ein Baum, da kommt man dann schön mit folgender Funktion ran, indem man hier sich so eine Leiter baut. Und dann kann man hier oben, da ist auch noch Queen Bee, und kann man dann hier oben alles absammeln. Wupp. Ah, den letzten auch noch. So, die Farm von innen, da gehe ich das mal durch die Tür. Haha. Manu war gerade auch auf dem Server, ich weiß nicht, der ist gerade, wo ich gesagt habe, ich mache eine Aufnahme, abrupt abgehauen. Hätte da mitmachen können. So, Tür zu. Hier so ein kleines Bücherregal, so einen kleinen Tisch, paar Stühle. Das Ding hier habe ich vorhin zusammengesetzt. Das ist irgendwie so ein, also es sieht, ich weiß nicht, sieht noch komisch aus. Es sollte eigentlich einen Kamin darstellen, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, dann geht es hier in die zweite Etage. Ist noch so ein bisschen Dekoration drin, damit das Ganze einfach schöner aussieht. Lavagestein habe ich hier genommen, weil ganz einfach, wenn ich das mal von draußen zeige. Haha. Nein. Tür zu, Mensch. Hier, die Ernteboxen. Zum Ernten von Sachen. Also die Sachen, die geerntet wurden, sagen wir so, kommen dann in die Boxen rein. Hier ist Schlamm, da bilden sich vielleicht noch irgendwann mal Pilze beim Spawn. Hier überall habe ich eine Hecke hinzugezogen. Jetzt wollte ich das mal zeigen. Wenn hier oben Holz gewesen wäre, hätte man diese Kante hier von dem Dachgipfel oder von dem Dachziegel gesehen. Jetzt leckt das schon wieder total. Ich weiß auch nicht warum. Da. Wenn es dunkel ist, sieht man es nicht, aber diesen Übergang hier, wenn man das da gelb gemacht hätte, dann weiß ich nicht, das sah mir ein bisschen merkwürdig aus und deswegen habe ich da Lavagestein genommen. So, und ich wollte da hinten jetzt eigentlich noch das Baumhaus bauen, noch ein bisschen. Das hatte ich mir so gedacht, ein Baumhaus noch zu bauen. Und vielleicht noch eine Eishalle, das wäre auch nicht schlecht, so Eis. Also eine Halle, wo halt ein Fluss ist in der Nähe, vielleicht irgendwo hier oder da hinten. Da hat der Manu total gute Arbeit geleistet. Der hat nämlich die ganzen Schäden von diesem Scherzkeks wieder behoben. Hat beim Jerome, hieß er glaube ich, muss noch mal ganz kurz gucken, wie er hieß. Ah ne, Jamaro, Entschuldigung. Ah, nicht schon wieder teleportieren. Beim Jamaro hat er das Wasser, glaube ich. Also ich glaube, er war es, weil sonst war heute nicht irgendjemand anders auf dem Server. Das ganze Wasser daraus gepumpt und ach so, ich bin ja noch in der Hocke. Hat
fleißig hier überall die ganzen Schäden beseitigt, das Wasser wieder grün gemacht, also beziehungsweise das Corruption überall weggemacht und hat sich hier richtig Mühe gegeben. Und ich baue hier jetzt schön erstmal ein kleines Baumhaus hin. Kann ja dann jemand beziehen, wenn er möchte. Ich werde das schon so ein bisschen einrichten. Ich glaube, ich brauche hier noch eine Leiter. Ah, hier, das sind noch Reste. Das muss ich alles entfernen, weil ich will ja hier auch noch eine zweite Etage reinmachen. Honig nehme ich mit. Ah, noch ein Queen Bee. Setze ich da unten gleich wieder ein und dann kommt hier schön wieder Gras, Blätter. Wie hoch muss ich denn? Ich muss noch höher. So ungefähr. Und dann mache ich das hier. Ach, ich habe schon wieder keinen Platz. So, mache ich das auf die Höhe. Weil der Baum wächst weiter. Und wenn er weiter wächst, dann muss man von innen hier nochmal so ein bisschen was verkleiden, also Holz ringsrum machen. Deswegen reiße ich das alles ab und mache es neu. Das kann noch eine Weile dauern. Ich habe schon wieder keinen Platz. Aber Blumen brauche ich, glaube ich, nicht. Die Ecke muss ich hier komplett abmachen. Das sieht ja gar nicht schön aus. Wir sind auf jeden Fall sehr viele Leute jetzt mittlerweile geworden und sind auch sehr viele Spieler mittlerweile dazugekommen. Und ich muss ehrlich sagen, so langsam nimmt das Ganze hier Gestalt an. Ah, ich brauche unbedingt nochmal Platz im Inventar. Wie hoch ist denn das jetzt? Da muss das hier alles auch noch weg. Und außen, die Außenkanten lasse ich erstmal stehen. Ja, so, was gibt's noch? Ach so, ja, ich habe mittlerweile 20 Abonnenten und das freut mich, weil es sind ehrliche Abonnenten. Es sind keine gekauften Abonnenten oder Abonnenten, die irgendwie wiederum Abonnenten klauen wollen oder irgendwas in der Art. Nein, es sind wirklich ehrliche Abonnenten, die auch wirklich nach, wenn mein Video hochgeladen ist, 2 Stunden später dann das Video oder direkt danach, wenn es hochgeladen ist, dieses Video direkt angucken. Und das freut mich. Es ist nicht so, dass die Leute dann irgendwie bei mir gucken und direkt wieder weggehen, sondern die gucken wirklich mit 80 oder 90% die Filme oder diese Folgen, die ich hier drehe, weiter. Das habe ich nämlich an, also das sieht man auf Analytics. Und das hat mich echt gewundert. Da habe ich echt gedacht, ach verdammt, ich muss nochmal runter. Habe ich echt gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, der Manuel, der ist aus Österreich. Und ich habe bei mir mal geguckt und er meinte vorhin so, wo wir hier so am Spielen waren, dass er halt nebenbei immer diese Folgen guckt. Und da habe ich mir gedacht, anscheinend war das einer von den Leuten, die aus Österreich und aus der Schweiz zugeschaut haben. Weil ich habe nämlich festgestellt, dass, also wo ich da auf Analytics geguckt habe, habe ich festgestellt, hier war da irgendwo schon Honig drin. Dass wirklich, ich habe Zuschauer gehabt aus Australien, ich habe welche gehabt aus Frankreich. Frankreich kann ich gar nicht verstehen, die, also entweder sind es Deutsche oder sie finden meine Stimme nur total obszön und deswegen gucken sie sich das an oder so, ich weiß auch nicht. Dann aus Russland, aus also sämtlichen Ecken, Brasilien haben Leute die Let's Plays geguckt und aber halt wirklich zu 80 und 90%. Und das ist das, was mich wundert, weil die verstehen mich da gar nicht. Oder es sind irgendwie Deutsche oder was weiß ich was. Und die gucken wirklich diese Videos. Was mich total verblüfft hat. Also bei Manuel verstehe ich das ja noch, weil er ist ja aus Österreich. Das geht ja noch vom Verstehen her. Aber dann wirklich Brasilien. Merkwürdig. Das hat mich sehr gewundert. Na, ohne runterzufallen. Und das Ganze habe ich aber auch mit ein paar Leuten zu verdanken. Ja, vielleicht hat der Manuel deswegen auch bei uns auf dem Server ge oder auf dieser Welt gefunden, weil er mein Let's Play geguckt hat. Und wie gesagt, zu verdanken habe ich das in erster Linie vielen Leuten, vielen YouTubern, die hier halt, warum ich jetzt langsam laufe, liegt daran, weil ich gehockt bin, in der Hocke bin. Zum Beispiel den Red Butler, das war der erste, den ich hier kennengelernt habe, der mich halt unterstützt hat und
so immer schön Feedback abgegeben hat, Kommentare geschrieben hat. Danach war es der Dr. Kongo. Der macht überwiegend zu Grip, heißt es glaube ich, Motorsport und so, solche Videos. Und dann kam halt der Bezos, der mich total unterstützt hat, der gesagt hat, hier Junge, das kannst du machen, dies kannst du machen, mach mal dies und das. Und der hat halt mich auch zu dieser Reihe hier Creativerse mit eingeladen hatte. Ich darf jetzt niemanden vergessen. Mein 20. Abonnent war der Fritte. Der Frittenfriseur LP, der hatte mich als letzter abonniert, hat mir auch einen schönen Kommentar hinterlassen. Und das freut mich einfach, dass wirklich Leute, also wirklich nicht irgendwie gekaufte Abonnenten oder Leute, also man kann ja auch irgendwie, habe ich mitgekriegt, Abonnenten kaufen und die dann sagen, hier, klick mal auf meine Videos. Es sind wirklich Menschen, die real da draußen sitzen und hier angucken, wie ich zum Beispiel jetzt ein Baumhaus baue. Ohne Sinn und Verstand, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich versuche es einfach mal. Na, komm her. Und das freut mich. Das motiviert wirklich und das macht wirklich auch Freude, dann weiterzumachen, beziehungsweise überhaupt diese Videos so zu gestalten, dass wirklich 80 oder 90%, stopp mal, ich muss die Blumen abbauen, also diese Videos wirklich komplett bis zum Schluss fast geguckt werden, ohne dass man vorher ausmacht. Das finde ich toll. Das ist echt klasse. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich werde hier gleich noch eine zweite Folge aufnehmen, wenn ich dann mal hier irgendwie ein bisschen weiter gekommen bin, weil das Ganze hängt hier echt. Ich weiß auch noch gar nicht, wie groß ich das mache. Den Baum in der Mitte lasse ich stehen, da kann er schön weiter wachsen. Ah, jetzt hätte ich einen Manu gebraucht. Der hätte bestimmt hier irgendwie eine Idee gehabt. Ich werde hier das dann irgendwann mal, wenn ich hier angekommen bin, glaube ich, dann mit Holz verkleiden von innen. Bin noch 90 Blöcke. Ach, verdammt, das war mir klar. Besten ist, wenn ihr sowas macht, dann C halt drücken zum Hocken. Und dann könnt ihr so ein bisschen vorsichtig langsam Richtung Kante gehen. So, und dann hier so. Wenn ihr da so dran seid, da ist es hier so leicht grün und dann könnt ihr plupp es dahin werfen. Aber wenn ihr zu weit geht, dann fallt ihr halt runter. Ich versuche das hier irgendwie ein bisschen gleichmäßig zu machen, dass wir hier schönes Baumhaus stehen haben. Weiß noch nicht, wie war, das war falsch. Wie weit ich jetzt hier gehen kann, ohne dass es irgendwie herausragt. Also zu weit. Ich hoffe, ich kriege das auch gleichmäßig hin, weil man sollte da am besten ist, wenn ihr so Projekte habt, wenn ihr irgendwas bauen wollt, dann nehmt euch ein Mattepapier, also so ein Block, Matteblock und schreibt, also macht euch da wirklich diese Kästchen zunutze und malt das auf. Dann wisst ihr genau, wie viele Blöcke ihr braucht, um so Sachen halt zu bauen. Oder nicht, dass es dann ungleichmäßig wird oder ne, die Fenster nicht parallel sind oder irgendwie sowas. Also das geht hervorragend, das mache ich auch. Muss man jetzt hier gucken, dass ich hier nicht alles abschmiere. Also man kann hier so viele Sachen bauen, das ist wirklich Wahnsinn. Man muss halt nur das so anfangen, dass man wirklich nicht irgendwie wahllos drauf losbaut, sondern wirklich zu gucken, ah, wo baue ich jetzt was hin, wegen der Größe, Platz und alles drum und dran. Das soll ja auch schick aussehen. Und da kann man wirklich eine Menge. Ich habe kein Blattzeugs. Doch, ich habe noch. Das ist Cardboard hier, Gott sei Dank. Ich hatte ja eine Menge gefarmt. Das wäre jetzt schlecht, wenn ich jetzt nochmal los. Ah, verdammt, schon wieder runtergefallen, aber diesmal keinen Schaden gekriegt. Ja, sieht da von unten schon mal gut aus, wird langsam, aber die hier, die gefallen mir nicht. Die mache ich weg. Ungleichmäßig.
So, jedenfalls, wo war ich jetzt? Ach so, ja, Abonnenten. Also jedenfalls finde ich das echt klasse, dass es wirklich Leute gibt, die das hier gucken, ohne Zwang, ohne irgendwas oder ohne, dass man bei Facebook oder Twitter schreibt, hey, guck mal an hier. Sondern die wirklich dann das gucken und sagen, ich falle immer von der Leiter. Und sagen, das, was du machst, das ist ganz klasse. Gefällt uns. So, ich muss jetzt hier mal ganz kurz raus und nach oben hüpfen, weil hier muss ich noch so einen Leiterübergang bauen. Wo ist denn die Leiter? Da ist die Leiter, dann mache ich das so. So und so. Ich hoffe, das sieht gleichmäßig aus. Ich sehe es ja nicht von hier drinnen. Ist dann jetzt bräuchte man jemanden, der von außen sagt, ja, ist okay oder nicht. Ja. So und so und so. Und das Ganze mache ich jetzt hier noch komplett weiter. Dies hier durch. Dass ich dann hier so eine schöne Fläche habe. Dann kommen hier noch schicke Möbel rein. Und ich werde das Ganze noch ein bisschen gestalten, innen ausbauen, weil ich habe jetzt auch die Obsidiantür freigeschaltet. Könnte man hier jetzt zum Beispiel auch noch dazwischen machen, wenn ich hier jetzt noch so eine Wand hochziehe und hier eine Wand hochziehe. Ich will halt gucken, dass die Übergänge der Leitern etwas flüssiger sind. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Auch von hier nochmal. Ich werde das hier als Markierung nehmen, als Grenze. Aber dafür müsste es, glaube ich, noch weg. Ne, ich glaube, ich nehme das hier. Ja, das ist besser. So, und dann hier so runter, hier noch die Kante drin lassen. Ich hier überall so eine Kante. Ne, ich habe hier nicht so eine Kante. Keine Ahnung, weiß es nicht. Vielleicht könnte es sein, dass es dann von außen etwas bescheuert aussieht. Ich werde es sehen. So groß will ich das jetzt nicht bauen, aber es ist bezugsbereit, wenn dann irgendjemand hier noch auf diese Welt, in diese Welt kommen möchte, der kann sich dann gleich dieses Haus hier sichern und kann es sich umbauen. Also innen umbauen. Ganz wie ihr das wollt. Na, kriegst du noch da dran? So, und ich baue jetzt hier mal fleißig weiter. Ja, wenn es euch gefallen hat, an der Stelle muss ich halt die Folge mal beenden, weil es ist schon ganz schön lange rumgelabert. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir es bitte in den Kommentaren, gebt mir einen Daumen hoch, warum ich jetzt ein bisschen langsamer rede, weil ich konzentriert bin. Und wenn ihr weitere Bauversuche, Folgen oder irgendwas in dergleichen sehen wollt, dann abonniert doch am besten meinen Channel. Dann kann ich euch noch mehr Tipps, Tricks, Hilfen, neue Projekte, Entwicklung der Stadt und sowas alles zeigen. Oder ihr besorgt euch das Spiel einfach selber und kommt hier mit her und spielt mit uns zusammen. Vielleicht habt ihr auch noch schöne Ideen, um dieses Ganze hier noch schick zu machen. So, ich werde das dann am besten oben hochladen. So, also von unten nach oben hochziehen. So. So, ich würde sagen, ja, ich habe eigentlich noch 2 Minuten, könnte ich noch was erzählen. Ah, mir fällt noch nichts mehr ein. Nein, an der Stelle mache ich jetzt echt Feierabend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dann ist das Baumhaus auch fertig. Ciao.